Hallo meine Lieben, es ist an der Zeit für ein wenig Abwechslung. Heute habe ich eine Challenge für euch, die ich in eine kleine Vampirgeschichte gepackt habe. Sie handelt von einem besonderen Kind, das von seiner Familie getrennt und, ach, seht einfach selbst. Damit ihr die Challenge nachspielen könnt, braucht ihr natürlich das Vampir-Gameplay-Pack. Alle weiteren Infos gibt es diesmal zum Nachlesen auch in der Videobeschreibung. Los geht's! Vorbereitungen. Wir brauchen, um diese Challenge zu starten, ein Zimpaar der Altersstufe junge Erwachsene oder Erwachsene. Sie werden nicht so im Fokus stehen, weil sich die Challenge um eines ihrer Kinder drehen soll. Ihr könnt aus diesem Grund auch einfach ein Zimpaar wählen, mit dem ihr schon gespielt habt und mit dem ihr gerne eine Challenge starten wollt. Das Pärchen muss auch nicht in einem Starterhaus beginnen, sondern darf auch schon in einem gut bürgerlichen Haus wohnen. Das einzig Wichtige ist folgendes. Bei den Grundstücksmerkmalen muss unbedingt das Merkmal hinter der dunklen Linie ausgewählt sein, denn ansonsten passiert nicht das, was passieren soll. Haben wir das Paar gewählt, kann die Geschichte ihren Lauf nehmen. Das hier sind Steven und Marsha. Sie sind schon seit Jahren ein glückliches Paar und haben kürzlich ein gemeinsames Liebesnest gekauft. Obwohl es ausgesprochen schön ist, stand es schon länger zum Verkauf. Aber da die Freude über diesen Schnapper groß war, hegte keiner von ihnen Misstrauen oder Zweifel. Nachdem sie einige Zeit glücklich und zufrieden in ihrem neuen Zuhause gelebt hatten, wurde nach und nach der Wunsch nach einem Baby groß. Die Finanzen stimmten, beide liebten sich und ja, worauf warteten sie noch? Es dauerte tatsächlich nicht lange und Marsha bemerkte, dass sie schwanger war. Das Glück schien perfekt zu sein. Doch was sie und ihr Mann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, war, dass ein Fluch auf ihrem Haus lag. Viele Babys, die hier zur Welt kamen, wurden zu Kinder der Nacht und eines Tages als erwachsene Vampire zu einer Gefahr für die Allgemeinheit. Jetzt aber merkten sie noch nichts davon und genossen einfach nur ihr Familienglück. Zeit verging und auch Kind Nummer 2 und 3 wurden geboren. Die Familie sollte nun komplett sein. Als die Babys heranwuchsen, fielen jedoch Marsha und Steven auf, dass irgendetwas nicht mit ihnen stimmte. Die Familie soll 3 Kinder bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mindestens eines von diesen ein Vampir sein wird. Ihr erkennt dies gut im Kleinkindalter, denn dann ist das Bedürfnissymbol in Form eines Fledermausflügels. Habt ihr mehrere Vampirkinder, dürft ihr wählen, welches davon euer besonderes Kind werden soll, mit dem ihr später weiterspielen werdet. Sollte keines der Kinder ein Vampir sein, ist dies auch kein Drama, denn mit Hilfe des Sheets aus der Videobeschreibung könnt ihr den ausgewählten Zim in einen Vampir verwandeln. Nach diesen Beobachtungen vergingen viele schlaflose Nächte und Marsha begann zu recherchieren, während ihr Mann auf der Arbeit war. Über das Internet fand sie erschreckende Dinge heraus. Sie las Geschichten über die sogenannten Kinder der Nacht und alles ergab auf einmal Sinn. Ein Elternteil soll nun 3 Fähigkeitspunkte der Vampirsaga-Fähigkeit erreichen und damit herausfinden, was für ein Fluch auf den Kindern liegt. Am Abend erzählte sie Steven von ihrer Entdeckung. Und auch er war zutiefst erschüttert. Was sollten sie nun tun? Würden sie sich jemandem anvertrauen, könnte das schlimme Konsequenzen für die Kinder bedeuten. Das kam für sie keineswegs in Frage. Sie entschlossen sich dazu, ihre Kinder, welche vom Fluch betroffen waren, vor anderen zu verstecken. Sie mussten den Kontakt strikt verhindern, denn andernfalls würde man ihnen sicher das entdeckte Kind wegnehmen, da es eine Gefahr für die Allgemeinheit sein könnte. Sollte ein Vampirkind entdeckt werden, muss es aus dem Haushalt entfernt werden. Deshalb gilt es gut, auf den vampirischen Nachwuchs aufzupassen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln errichteten sie ein Versteck, das ihre Kinder nicht verlassen durften, wenn doch mal Besuch auftauchte. Sie sperrten ihre Kinder weg, so leid es ihnen auch tat. Nach außen hin bemühten sich Steven und Marsha, den Eindruck zu erwecken, dass ihnen Privatsphäre einfach nur wichtig war. Als Versteck könnte ein Dachboden oder ein Keller ausgebaut werden. Der Zugang muss abgeschlossen werden, sobald fremde Sims auftauchen. Das Grundstück soll auch generell entsprechend gestaltet werden. Als liebevolle Eltern kümmerten sie sich um alle ihre Kinder und schirmten sie von der Gesellschaft ab. Sie gaben sich Mühe, ihren Kindern dennoch ein schönes Leben zu bereiten. Und dies ging auch so lange gut, bis der Tag kam, an dem sich alles änderte. Eines Tages stand, ohne Vorwarnung, ein Vampir vor der Tür und forderte die schockierten Eltern auf,
ihm eines der besonderen Kinder zu übergeben. Im Gegenzug würde er das Geheimnis der Familie weiterhin für sich behalten. Die Familie hatte keine andere Wahl und musste deshalb eine schwierige Entscheidung treffen und eines ihrer besonderen Kinder auswählen, um es in die Hände eines Fremden und dazu noch ausgerechnet in die eines Vampires zu geben. Das Leben dieses Kindes würde sich nun komplett ändern. Irgendwann, wir kennen es sicher alle, wird ein Vampir uneingeladen vor der Tür stehen. Das Vampirkind, mit dem ihr weiterspielen wollt, muss nun in den Haushalt des Vampirs geschoben werden. Da man nicht vorhersehen kann, welcher Vampir-Sim random auftauchen wird, ist es dann eine Überraschung, mit welchem Haushalt man letzten Endes weiterspielen wird. Diese Zufallskomponente sorgt dafür, dass es sich lohnt, diese Challenge weitere Male zu spielen. Wissend, dass sie nun für längere Zeit ihre Familie nicht mehr sehen kann, begleitet die älteste Tochter Melody den fremden Vampir zu einem fremden Ort. Ein großes Vampirschloss wird fortan ihr neues Zuhause sein. Dort angekommen, bekommt sie ein eigenes Zimmer, doch wohl fühlt sie sich dort nicht. Sie vermisst ihre Familie und versteht nicht, warum sie mit diesem Fremden mitgehen musste. Der Vampir erklärt Melody daraufhin, dass sie ein Kind der Nacht ist, ein Vampirkind. Er will ihr alles Wichtige über den Vampirismus beibringen, damit sie später einmal Großmeisterin der Vampire wird und sein Erbe antreten kann. Denn er selbst ist das ewige Leben inzwischen leid und möchte, dass sie als Erwachsene dem Ganzen ein Ende bereiten wird. Erst dann, wenn sie stark genug ist, ihren Meister zu besiegen, darf sie ihre Familie wiedersehen. Sollte sie vorher Kontakt zu ihren Familienmitgliedern aufnehmen, droht er damit, ihnen etwas anzutun. Melody soll im Laufe der Zeit lernen, dem Sonnenlicht standzuhalten, die Vampirsaga vollständig ergründen und zwei Gefährten finden, die ebenfalls Vampire sind und somit für sie wichtige Verbündete. Das Mädchen reift heran und wird mit der Zeit stärker und stärker. Sie sehnt sich danach, ihre Familie wiederzusehen und gibt ihr Bestes, um Großmeisterin der Vampire zu werden. Nach einer langen und anstrengenden Zeit des Trainings und des Lernens erreichte sie ihr Ziel und war damit nun bereit, um den Kampf mit ihrem Meister aufzunehmen. Er gibt ihr zwei Versuche, ihn zu besiegen. Es würde entweder ihr oder sein Ende bedeuten. Im Kampf offenbart sie ihrem Meister ihre wahre Stärke und gewinnt nach einem erbarmungslosen Kampf um Leben und Tod. Nach ihrem Sieg löst sich Melodies Meister in Luft auf. Die Tage seiner Existenz waren damit vorbei. Melody erbte alles, was er zuvor besessen hatte, und kann nun endlich wieder zurück zu ihrer Familie kehren. Ich liebe Happy Ends. Eine nette kleine Geschichte, oder? Schreibt mir gerne, wie euch die Art der Challenge-Vorstellung gefallen hat. Ich fand die Abwechslung sehr erfrischend. Bis bald, meine Lieben. Eure Marisa.